kommt ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugladen. Und sein Fell ist wuschelweich, alle Kinder rufen gleich: Gummi, 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 Gummi. Schneebert. Meine Schneekugel ist schon riesengroß, Malia. Oh, wir wollen auch mitmachen. Oh ja, bitte. Ist er jetzt fertig? Nein. Er braucht zwei Augen. Eine Mohrrübennase. Da. Eine Mohrrübennase? Hä? Und einen Mund. Oh, oh. Alles noch dran, Yam Yam? Ja, mir geht's gut, Malia. Damit du dich nicht erkältest, darf ich vorstellen, das ist Schneebert, unser neuer Freund. Schneebert! Ah! Jetzt ist er fertig. Kinder, wer will selbstgebackene Kekse? Wunderbar! Lecker! Yippie! Schneebert ist kalt. Ja, Schneebert ist kalt. Der Arme hat es nicht so gut wie wir. Wisst ihr was? Nein, was denn? Wir holen ihn ins Haus rein. Ja, wir stellen ihn neben den Ofen. Dann hat er es schön warm. Und er ist nicht so allein. Ja, machen wir. Was hat er denn? Schneebert weint. Er weint nicht, er schmilzt. Du meinst, der Schnee wird zu Wasser? Kein Grund, traurig zu sein. Kinder fühlen sich wohl im Warmen und Schneemänner draußen in der Kälte. Dann bringen wir Schneebert schnell wieder raus. Schneebert ist nicht kalt. Genau, er mag die Kälte. Hurra, hurra, jetzt lacht er wieder. Und damit sich euer Freund nicht so alleine fühlt, machen wir doch einfach ein Picknick im Schnee. Ja, ja, hurra! Aus dem Spielzeugladen geht. Und sein Fell ist wuschelweich. Alle Kinder rufen gleich: Gummi, 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 Gummi. Ein Haus aus Schnee. Oh. Achtung, hier kommt der Nächste. Hat nicht getroffen. Ich bin ein riesiger Eisbär. Daneben. Dann bin ich eine Robbe. Oink, oink. Und was bist du? Na was wohl? Ein Eskimo. Hä? Ja, so heißen die Leute am Nordpol. Fehlt nur noch ein Iglo. Wie wär's, wollen wir eins bauen? Boah, ein richtiges, echtes Iglo? Dazu brauchen wir nur noch einen Berg aus Schnee. Also, worauf warten wir noch? Im Schuppen gibt's sicher noch ein paar Eimer und Schaufeln. Hurra! Juhu! Juhu! Der Schnee will nicht raus. Da nicht. Wir brauchen noch eine Tür. Na klar. Das hält nicht. Der Schnee ist viel zu weich. Moment
Schnee hier ist ganz schön hart. Mhm. Ein richtiger Schneestein. Davon brauchen wir noch mehr. Ganz schön schlau, Bummi. Wow, ein echtes Iglu, genau wie am Nordpol. Sogar mit Schneesturm. Hatte sich wer kann. Juhu. Ist das schön. Oh, ja. Kommt ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugladen. Und sein Fell ist wuschelweich. Alle Kinder rufen gleich. Bummi, 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 Bummi. Alles wächst. Stimmt. Aber da war doch gestern noch Eis drauf. Und die Zapfen schmelzen. Oh, da kommen schon die ersten Blätter. Wo? Lass mal sehen. Kille, Kille. Das hat die Sonne gemacht. Und guck mal, was ich mache. Oh. Juhu, hops. Juhu, hopp, hopp. Ah, da sind Fußspuren. Meine Abdrücke sind riesig. Meine noch döser. Was macht ihr denn da? Na, ganz einfach. Wir helfen der Sonne mit unseren Fußspuren den Schnee wegzumachen. Das ist wirklich nett von euch. Kannst du dir vorstellen, dass der Schnee manchmal auch nützlich sein kann? Oh, Schneeglöckchen. Der Schnee schützt die Pflanzen vor dem Erfrieren, wenn es nachts mal richtig kalt wird. Ach so, aha. Aber der Schnee ist doch selber kalt. Trotzdem ist er für die Schneeglöckchen wie eine kuschelige Daunendecke. Ganz schön schlau, unsere Natur. Ja, Eddie, jetzt, wo es wärmer wird, schieben sich die ersten Pflanzen nach oben. Ah, ich weiß, das sind die Frühblüher. Genau, die strecken sich jetzt aus der Erde und wachsen wie verrückt. Toto auch, der wachsen. Tut dich schon so groß. Und so, ich erst. So. Aha. Soll ich euch mal wieder messen? Dann sehen wir ja, wie groß ihr inzwischen geworden seid. Über einen Zentimeter, Bummi. Letzten Herbst ging dein Kopf nur bis hier. Mhm. Vielleicht wirst du ja mal so groß wie ich, Bummi. Und wo ist Eddie? Nanu? Eddie? Wo bist Eddie? Du? Eddie! Eddie! Kommt mit, wir gehen ihn suchen. Huch! Eddie, was machst du denn im Bett? Versteckst du dich etwa? Nein, ich dachte nur, ich gehe vorher noch mal unter die Decke, um zu wachsen. Genauso wie die Pflanzen draußen. Kommt ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugladen. Und sein Fell ist wuschelweich. Alle Kinder rufen gleich. Ostereier-Anmalmaschine. Mach doch mit, Yam-Yam. Wir malen Ostereier an. Ach nö, ich will lieber kullern. Ich hab Streifen, Vierecke und Punkte. Und was für ein Muster könnte ich denn als nächstes machen? Du kannst schöne bunte Flecken machen. Wie wär's mit kleinen braunen Giraffenflecken? Seht mal. Oder einem Löwengesicht. Wow! Oh.
Da, Tutu, ganz bunt ist es geworden. Zeig mal, so ein tolles Osterei hab ich noch nie gesehen. Mach doch noch eins, Tutu. Oder zwei. Am besten ganz, ganz viele. Viele bunte Eier. Darf ich mal? Haha, das funktioniert. Was wird das denn? Weiß ich auch nicht. Na, das ist doch klar. Eine automatische Eieranmalmaschine. Gebaut aus einer Kugelbahn. Ganz schön schlau, Tutu. Haha! Aus dem Spielzeugland her. Und sein Fell ist wuschelweich. Alle Kinder rufen gleich: Pummi, 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 Pummi. Eine Sonne für Eddie. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist braun. Vielleicht der Fußball da drüben. Der Gardinenhalter? Der Fensterrahmen? Oder meinst du etwa einen kleinen braunen Löwen? Genau! Na komm, Eddie, spiel doch mit. Dann vergeht die Zeit viel schneller. Irgendwann hört der Regen schon wieder auf. Oh, also gut. Aufgepasst, Leute. Eddie ist dran. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist grau. Ach, Eddie, das war zu leicht. Du meinst die grauen Wolken, stimmt's? Mhm. Hä? Aber die Wolken sind doch gelb. Wisst ihr was? Wie wär's mit einem neuen Spiel? Wir basteln uns einfach schönes Wetter. Wie geht denn das? Na so. Aha. Zuerst den Himmel und danach die Sonne. Wow! Tutu! Eine Wiese und ein Haus und ein Baumstamm. Auch eine Wolke. Und zum Schluss eine Baumkrone. Ein blauer Baum. Sieht komisch aus. Aber Bäume sind doch grün. Naja. Ach, verstehe. Grün ist alle. Oh, interessant. Oh. Was ist? Blau und Gelb übereinander ergibt auch grün. Oh ja, das ist grün. Ganz schön schlau, Bienchen. Siehst du, Eddie? Selbstgebasteltes schönes Wetter. Wow, schön. Da, die Sonne. Der Regen hat aufgehört. Tolles Spiel, Bummi. Dann ganz schnell raus. Yippie. Aus dem Spielzeugland her. Und sein Fell ist wuschelweich. Alle Kinder rufen gleich: Pummi, 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 Pummi. Und ich schaffe das doch. Tutu, bezieh da!
fertig. Achtung, alle auf Startposition. Auf die Plätze, fertig. Hey, aus dem Weg. Blöde Stützräder. Die bremsen doch nur. Ich will die nicht mehr. Hey, Eddie, wir wollten doch zusammen ein Rennen fahren. Hey, wo willst du denn auf einmal hin? Hm? Was ist denn, Eddie? Ist was kaputt? Nein, ich will die Stützräder abmachen, aber es geht einfach nicht. Lass mich mal. Wupp, ich schaff das. Doch nicht. Die Schraube sitzt zu fest. Probieren wir es doch damit. Ein Schraubenschlüssel. Klar, der Griff ist ja auch länger. Oh nein, haben wir nicht noch einen längeren? Oh ja. Versuchen wir es mit dem hier. Da, da. Hurra, ja. Es hat funktioniert. Mit dem längsten hat es wirklich geklappt. Je länger der Griff, desto stärker sind wir. Und desto schlauer, Eddie. Festhalten und los, Eddie. Aber bitte mal nicht loslassen, okay? Nein. Vorsicht, da kommt eine scharfe Kurve. Oh, oh, oh. Yam, yam. Wow. Ich kann's. Ohne Stützräder. Guck mal. Oh, du bist klasse, ja. Ganz ohne Stützräder. Oh, oh. Aber wie soll ich anhalten? Kommt ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland. Und sein Fell ist buschelweich. Alle Kinder rufen gleich: Bummi, 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 Bummi. Löwenmut. Ich bin ein sehr gefährlicher Löwe. Und stark bin ich auch. Und mutig. Und gefährlich. Und... Nanu, wo sind denn eigentlich die anderen hin? Hä? Bienchen, Bummi, wo seid ihr? Vielleicht im Wald? Ich hab keine Angst. Ich bin doch ein großer, mutiger Löwe. Eddie, was hast du denn? Da ist ein großer schwarzer Panther im Wald und einen riesigen Raubvogel habe ich auch gesehen. Und einen Dinosaurier, ehrlich. Einen Dinosaurier? Bist du sicher? Ja. Du bist das, Malia? Da ist es wieder. Seht ihr? Ja. Ja, ganz deutlich. Oi, Tutu. Yam, yam. Wir haben doch nur Verstecken gespielt. Ach so.
Aber als wir den großen, gefährlichen Löwen gesehen haben, da haben wir uns nicht mehr rausgetraut. Großer, gefährlicher Löwe? Aber das war doch nur ich. Kommt ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugladen. Und sein Fell ist wuschelweich. Alle Kinder rufen gleich: Gummi, 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 Gummi. Auf Gummibärchenjagd. Alle drei. Hallo? Ah, du bist es. Oh. Häuptling großer Bär, die Naschdose ist voll mit Gummibärchen. Oh, was? Echt? Und Hasenoma ist eben rausgegangen. Worauf warten wir? Kommt, schnappen wir sie uns. Halt dich fest. Wir sollten uns besser anschleichen. Und dann durch die Haustür rein. Ja, ah, stimmt. Tolle Idee, Summ. Das Bienchen hat recht. Ja, ich freue mich. An Hasenoma kommen wir nie vorbei. Aber es muss einen Weg geben. Die Gummibärchen sind doch direkt vor unserer Nase. Mhm. Hey, ein Lasso. Und da, ein Pfeil. Oh. Häuptling großer Bär hat eine gute Idee. Ja, und dann sagte sie wegen der Brötchen ab. Und schieß. Zu kurz. Ich habe aber genau gezielt. Vielleicht muss man den Bogen mehr spannen. Lass mich doch mal. Und ja. Das war immer noch zu kurz. Ich glaube, ich weiß, warum der Pfeil immer zu kurz fliegt. Das ist die Dose. Und das ist unser Pfeil. Und der fliegt so. Na klar, der Pfeil fliegt eine Kurve, wie meine Bananenflanken beim Fußball. Genau, man muss einfach ein Stück höher zielen. Du bist ganz schön schlau, summendes Bienchen. Los, Bummi, jetzt versuch's gleich nochmal. Genau. Jetzt. Ja. Getroffen. Was wird Hasenoma dazu sagen? Wo ist Hasenoma? Oh. Also. Häuptling großer Bär, würdest du deine Beute mit einer alten weißen Squaw teilen? Aber ja, unsere Gummibärchen sind für alle da. Ja. Kommt ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugladen. Und sein Fell ist wuschelweich. Alle Kinder rufen gleich: Gummi, 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 Gummi. Das Zaubermetall. Gib den Ball ab! Achtung, pass auf! Ja! Ja! Gleich gibt's ein Tor! Oh, zerbrochen! Kurze Auszeit! Im Schuppen liegen Hammer und Nägel. Damit ist das Tor in 0,0 repariert. Los, ja, Leute, wir brauchen ein Schuppen noch. Komisch. Versteh ich nicht. Ist das da das Werkzeug? Hä? Oh, schaut mal. Der klebt irgendwie an der Wand. Oh. Wow! Nanu, wie geht das denn? Ah! Ich versuch's mal mit dem Zollstock. Komisch. Manche Sachen kleben und andere nicht. Oh, jetzt weiß ich. Die Leiste ist magnetisch. Sie ist aus einem Magneten gemacht. Genau, und der zieht nur Eisen an. Der Zollstock ist aber aus Holz. Und was ist mit dem Schraubenzieher? Hält auch nicht. Hä? Ach so, ich weiß warum. Der Griff ist aus Plastik. Was ist denn noch alles aus Eisen?
Die Säge. Die Säge. Stimmt. Und was noch? Der Hammer. Und wo sind die Nägel? Da oben. Das müssen sie sein. Juhu, ja, yippie. Juhu. Ups. Oh. Alle hopp. Die liegen ganz hinten. Wir müssten den Schrank wegschieben. Hau ruck! Und hau ruck! So schaffen wir das nicht. Ah, so könnte es gehen. Hm? Oh, Nägel sind doch auch aus Eisen. Ganz schön schlau, Bummi. Jetzt können wir endlich das Tor reparieren. Zu mir, Bienchen! Eddie, pass auf! Hey! Oh! Ah! Oh. Tor! Ja! Tor! Klasse, Tutu! Das war ein Traumspiel! Kommt ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland her. Und sein Fell ist wuschelweich. Alle Kinder rufen gleich: Bummi, 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 Bummi. Ein Schlauchboot außer Puste. Oh oh, wie sollen wir das denn hier nur finden? Das Schlauchboot muss hier irgendwo sein, ich weiß es. Hm? 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 Und? Also hier ist auch kein Boot. Oh! Oh. Tutu hat deine Angst. Tutu hat deine Angst. Ups. Ah! Oh. Hilfe! Oh, Tutu, warte! Tutu, wir kommen. Helfen dir! Das Schlauchboot, da ist es ja! Ja, Tutu hat's gefunden, ganz alleine. Toll, Tutu. Jetzt gehen wir aber ganz schnell zum See. Ja. Hä? Geht nicht. Da. Oder doch. Und jetzt das Boot. Hau ruck. Oh. Hau ruck. Es passt einfach nicht durch. Vielleicht sollte einer von uns von unten ziehen. Tutu! Alles klar, Tutu. Los geht's. Fester ziehen, Tutu. Fester. Ja. Ja. Tutu. Zieh, Tutu, zieh. Ist dir was passiert? Kaputt? Du Armer, bist du kaputt? Nee, das Boot kaputt. Oh, lass mal sehen. Ui. Nicht kaputt. Du hast nur das Dings, das, was auch am Fahrradreifen dran ist. Das Ventil. Nein, das Ventidil. Du meinst das Ventil. Da, wo die Luft rein und raus geht. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Luftpumpe, um das Boot wieder aufzupusten. Wir haben nur leider keine. Ah, ich weiß. Moment mal. Seht euch das an. Das ist ja besser als eine Luftpumpe. Gut gemacht, Tutu. So, bleibt die Luft im Boot. Ahoi, Matrosen. Ahoi, ahoi. Bummi, 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 Bum. Aus dem Spielzeugland und sein Fell ist wuschelweich. Alle Kinder rufen gleich: Bummi, 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 Bummi. Die Gemüsedusche. Hurra, heute wird wieder ein heißer, sonniger Tag. Keine Sorge, Hasenoma, um den Garten kümmern wir uns schon. Das ist wirklich nett von euch, Bummi.
Die Beete sind schon sehr trocken. Es hat ja auch schon seit Tagen nicht mehr geregnet. Oh, die Pflanzen brauchen Wasser. Dann lass uns Regen spielen. Hä? 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 Tutu! Ganz schön schlau, Tutu. Aha. Tutu, schlauer Elefant. Wir sind aber auch schlau. Und jetzt wir, Eddie. Wassermarsch! Oh. Oh je. Bummi, wo bleibt denn das Wasser? Oh. Ich glaube, der Schlauch ist kaputt. So was Dummes. Lauter Löcher. Ach, das haben wir gleich. Gut, dass ich immer meine Pflaster dabei habe. Na klar. Pflaster. So und so. Und fertig. Jetzt dreh noch mal den Wasserhahn auf, Bummi. Bin schon unterwegs. Achtung. Oh, schade. So geht's leider auch nicht. Und das war so eine tolle Idee. Vielleicht klappt es ja mit noch mehr Löchern. Da-da! Zick und zack und zack. Hey, machst du den Schlauch noch mehr kaputt? Wart's ab, Eddie, und steck den Korken vorne in das Schlauchende. Okay. Alles klar? Alles klar. Achtung, Wassermarsch! Super, es klappt. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Toll habt ihr das gemacht. Und ich glaube, dass ihr euch jetzt auch eine kleine Erfrischung verdient habt. Seht mal, was ich euch mitgebracht habe. Oh. Ja, lecker. Wassereis. 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 Lecker. Tutu, Wasser. Aus dem Spielzeugladen geht. Und sein Fell ist wuschelweich. Alle Kinder rufen gleich: Bummi, 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 Bummi. Wir bauen eine Burg. Zu unserer Wasserburg. Wasserburg? Du meinst wohl Sandburg. Wieso? Na, weil sie aus Sand ist. Aber sie steht doch am Wasser. Naja, eigentlich ist eine Wasserburg eine Burg mit Wasser drumherum. Aber das haben wir gleich. Ich helfe mit. Okay, du sitzt links herum und ich rechts herum. Los, komm, Maria, dann gehen wir schon mal Wasser holen. Tutu auch. Es versickert einfach. Wir brauchen noch viel mehr Wasser. Viel, viel mehr. Wisst ihr was? Wir bilden eine Schlange. Einmal hin und wieder zurück. So füllt sich der Graben Stück für Stück. Nanu? Es versickert immer wieder. Dann brauchen wir eben noch mehr Wasser. Viel, 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 viel mehr. Ich hab's. Und wenn wir einen kleinen Fluss vom großen Fluss ableiten,
So, jetzt ist es wirklich eine Wasserburg. Mit einer Zugbrücke. Dann sind schlau wir alle. Aus dem Spielzeugland und sein Fell ist buschelweich. Alle Kinder rufen gleich: Gummi, 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 Gummi. Alles an den Weihnachtsbaum. Ein Stern. Der kommt ganz oben auf die Spitze von unserem Baum. Oh! Tada! Unser Weihnachtsbaum ist da! Warte, Bummi. Warte, wir helfen dir. Gut, danke. Der ist aber schön. Und so grün. Und genauso groß wie ich. Aber noch ganz schön leer. Wer hilft mir beim Schmücken? Ich nehme eine Kugel. So. Da ist aber noch ganz schön viel Platz. Wie wär's denn, wenn jeder noch sein Lieblingsspielzeug mit an den Baum hängt? Ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja. Schneller. Ja. So, mein lieber Teddy kommt nach vorne. Tutus, Tutu-Tröte auch. Aber ganz nach vorne. Oh. Jetzt mein Fußball. Oh. Nein, nicht da. Da sieht man ihn noch gar nicht. Der muss auch nach vorne. Naja, vielleicht sollten wir... Dein Ball ist viel größer. Dann darf mein Auto auch noch dran. Wenn dein Auto dran darf, dann auch mein Flugzeug. Moment! Hm? Oh. Nein! Vorsicht! Unser Weihnachtsbaum! Oh. Wenn wir alles an eine Seite hängen, kommt der Baum aus dem Gleichgewicht. Wir müssen die Sachen einfach besser verteilen. Ach so. Hm? Gute Idee. Ganz schön schlau, Bummi. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. So schön war unser Weihnachtsbaum noch nie.